Jetzt gemein, dass Sie fragen. Also ich hab tatsächlich Wasser drin. Ich muss ein bisschen aufpassen, dass ich nicht zu viel Kaffee trinke, obgleich ich gerade viel mehr Kaffee brauche als in den Wochen und Monaten vor dem Wahlkampf. Aber ich habe tatsächlich eine ordentliche große Tasse voller Wasser. Ohne Sprudel. Also erstmal schon sehr, sehr viele sehr interessante Gespräche, die ich mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Ihnen führen durfte, ist für mich gerade als Politikerin, die den Schwerpunkt in der Sozialpolitik hat, seit vielen, vielen Jahren eine wichtige Partnerin. Also das kann ich gleich mal vorweg sagen. Man könnte jetzt sagen, okay, da steckt ja der kirchliche Träger hin. Ich bin eine Atheistin, räume ich auch gleich mal ganz offen ein. Da habe ich aber nicht nur keine Berührungsängste, sondern da habe ich eher den Grundkonsens, dass uns ein sehr, sehr ähnliches Menschenbild vereint und deswegen ich immer wieder spüre, dass wir auf dem gleichen Level miteinander reden und das hilft mir sehr und ich komme gerne auf Ihr Fachwissen zurück, weil aus meiner Sicht da ein sehr, sehr breites Fachwissen vorhanden ist und arbeite natürlich auch gerne im Zusammenhang mit der Liga mit Ihnen sowieso gemeinsam mit den verschiedenen Trägern auch. Also Sie wissen ja, dass wir als Linksfraktion im Landtag das Thema Armutsbekämpfung und vor allem das Thema Kinderarmutsbekämpfung ganz weit oben auf der Agenda haben, auch höchstpersönlich durch mich vertreten. Und in dem Zusammenhang sind wir gerade in dieser Wahlperiode darauf gestoßen, dass im Bereich des sozialen Wohnungsbaus wir erhebliche Probleme haben, beziehungsweise eine Leerstelle. Also wir haben die Situation, dass so gut wie kein Cent in den letzten Jahren in den sozialen Wohnungsbau ausgegeben worden ist, obwohl, und das ist eigentlich das Dramatische, Gelder zur Verfügung standen. Also wir hatten Bundesmittel, die wir hätten ausgeben können und das ist aus politischen Gründen nicht geschehen. Und da können Sie davon ausgehen, das werden wir aufrufen. Wir haben da sowohl den städtischen als auch den ländlichen Raum im Auge. Ich durfte vor ein paar Wochen mit der Wohnungswirtschaft ein Gespräch führen, natürlich auch eine wichtige Partnerin für uns, weil wir ja in Sachsen-Anhalt das Glück haben, dass noch sehr viele Wohnungen in öffentlicher Hand sind. Und wir haben einen erheblichen Sanierungsstau. Das heißt, es wären dort Wohnungen, die zur Verfügung stehen, die aber so unattraktiv sind, weil eben kein Geld mehr in den letzten Jahren oder Jahrzehnten dort eingesteckt worden ist. Und das ist ein Riesenproblem. Das heißt, es ist eine größere Baustelle, die aus meiner Sicht durch eine entsprechende Finanzierungsanpassung bei den Kommunen gelöst werden kann, zum Teil. Aber es braucht eben auch Landesprogramme, um eben den Finger in die Wunde des sozialen Wohnungsbaus zu legen und auch deutlich zu machen, wir wollen das und wir wollen das auch vor dem Hintergrund, dass in den Städten bei der Städtebauplanung auch ganz klar darauf geachtet wird, dass es eben nicht arme Stadtteile gibt. Und reiche Stadtteile, das wollen wir ausdrücklich nicht. Es soll eine Durchmischung sein. Was ich erstmal sehr positiv finde, grundsätzlich, dass unsere Wohnungswirtschaft, unsere Wohnungsgenossenschaften aber auch jetzt mehr und mehr, natürlich auch vor dem Hintergrund der hohen Altersstruktur, die wir in Sachsen-Anhalt haben, mehr auf Barrierefreiheit setzen. Also nicht mal nur für Menschen mit Behinderung, sondern allgemein. Das ist grundsätzlich etwas sehr, sehr Vernünftiges, etwas sehr Zukunftsorientiertes. Ich werbe immer dafür, oder wir werben jetzt seit vielen Jahren als Linke dafür, dass der Grundsatz ambulant vor stationär für Menschen mit Behinderung im Vordergrund steht. Das ist aber nur realisierbar, wenn der Wohnraum dafür zur Verfügung steht, wenn aber auch ausreichend Geld für Integrationshelferinnen und Integrationshelfer zur Verfügung steht. Also da meine ich jetzt nicht nur die dann beim Arbeitsmarkt, bei der Integration in den Arbeitsmarkt helfen, wo die AGA aus meinen, also die Bundesagentur für Arbeit schon sehr, sehr modern geworden ist, also auch schon sehr offen geworden ist. Aber wenn wir wirklich Autonomie haben wollen, Unabhängigkeit, Selbstständigkeit, dann müssen wir eben auch bedenken, dass es eben nicht heißt, zwangsläufig,
das ist eine Option, die will ich auch nicht abbauen, dass man eben in betreuten Wohnen lebt. Aber es muss eben auch die Möglichkeit geben, wirklich eine eigene Wohnung allein, autonom, selbstständig zu haben. Das funktioniert aber nur, wenn eben ausreichend Integrationshelferinnen da sind und die auch zur Verfügung gestellt werden. Und wenn das Land Sachsen-Anhalt, die Sozialagentur, da einfach eine andere Politik an den Tag legen würde und das eben selbstverständlich wäre, dass wenn Menschen sich entscheiden, obgleich sie eine Behinderung haben, weil die könnte ich aber auch wegdenken, ne? Die brauchen halt nur dadurch einen Mehrbedarf an Unterstützungsmaßnahmen, dass sie dann auch ihr Recht, was ihnen ja auch durchs Grundgesetz, durch die UN-Behindertenrechtskonvention, das ist ja mal nicht irgendein Wert, das ist ein internationaler Vertrag, den wir als Deutschland unterzeichnet haben, also das tatsächlich mit Leben zu erfüllen. Und ich kenne es aus allen anderen Konventionen, also sei es die UN-Kinderrechtskonvention, sei es die Istanbul-Konvention, es ist überall ein harter Kampf. Der Staat hat etwas unterzeichnet, hat sich gebunden, hat sich vertraglich gebunden und trotzdem muss es individuell durchgekämpft werden. Die Förderschulen, es geht nicht darum, haben sie eine Zukunft, sie müssen eine Zukunft haben, weil es ohne sie in den nächsten Jahren mangels Personal an den sogenannten Regelschulen nicht funktionieren wird. Ich will allerdings auch sagen, ich weiß natürlich auch, dass Eltern von Kindern mit Förderbedarf, und das sind ja die unterschiedlichsten Förderbedarfe, die es gibt, eben auch ganz klar sagen, ich möchte weiterhin den geschützten Raum der Förderschule für mein Kind. Und dabei verweise ich auch wieder auf sowohl auf die UN-Kinderrechtskonvention als auch auf die Behindertenrechtskonvention. Das sind Regelwerke, die uns eigentlich ganz klar sagen, so hat es zu laufen. Eltern, Kinder, die sich das wünschen, es ist zu realisieren, aber es stößt an tatsächliche Schranken. Mich ärgert es sehr. Das Thema Bildung ist ein Zukunftsthema, was mich seit 19 Jahren begleitet. Und seit 19 Jahren bin ich im Landtag von Sachsen-Anhalt. Seit 19 Jahren reden wir regelmäßig über das Personal. Und das hat einen Grund, dass wir da regelmäßig drüber reden, weil sehr, sehr viele Fehlstellen durch die Landesregierung organisiert worden sind. Und vieles, was wir jetzt haben, was vor allem die Lehrerinnen ausbaden müssen, die Kinder ausbaden müssen und ja dank Homeschooling inzwischen auch die Eltern ausbaden müssen, das haben wir sehenden Auges oder wurde sehenden Auges fabriziert. Da wird Geld in die Hand genommen werden müssen für die Kitas, für die Schulen, für die Pflegeeinrichtungen, für den Klein- und Mittelstand. Ich sage Ihnen auch, wir kriegen hier Start-ups in der Wirtschaft nicht her, wenn wir da nicht endlich aufholen. Also jedes Unternehmen, was sich jetzt neu gründet, funktioniert nicht ohne Digitalisierung. Also selbst wenn ich im Handwerk unterwegs bin, es geht nicht mehr ohne. Und wir haben da wirklich einen Standortnachteil als Sachsen-Anhalt, hat die Landesregierung in den letzten Jahren aufgebaut, was unendlich ärgerlich ist. Und nun habe ich natürlich auch wahrgenommen, dass es da so Koalitionäre gibt, die jetzt sagen, also wir haben ja mit den letzten 5 Jahren alle nichts zu tun und jetzt fordern wir für die nächste Wahlperiode ein Digitalisierungsministerium und dann wird alles gut. So einfach ist das nicht. Es muss in allen Ressorts klar sein, dass das Thema Digitalisierung ganz weit oben steht. Das Thema Krankenhaus war oder Krankenhäuser und Zukunft der Krankenhäuser stand für uns als Linke tatsächlich schon lange vor der Pandemie fest, dass es eines der Schwerpunkte im Wahlkampf sein muss. Und Hintergrund ist, dass wir ja in Sachsen-Anhalt eine Wahnsinns-Privatisierungswelle hinter uns haben. Wir hatten die meisten Krankenhäuser in kommunaler Hand und aufgrund von Haushaltskonsolidierungsanforderungen mussten diese privatisiert werden. Und nun überrascht es sicherlich niemanden, was dann passiert ist, nämlich die Gewinne stiegen. Die stiegen natürlich auch dank des sogenannten Fallpauschalsystems, ein unsägliches Thema, was allerdings, wo man ehrlicherweise sagen muss, es ist ein Bundesthema, ist auf Bundesebene entschieden worden, aber hat natürlich dazu geführt, dass sich insbesondere die Privaten, die Manager, die BWLer, die jeweils da verantwortlich sind, geguckt haben, was sind denn die Operationen, was sind denn die Krankheitsbilder, die mir am gewinnbringendsten sind. Gab ja mehrere heftige Debatten in einigen Landkreisen, als dann auf einmal die Geburtenstation, welche Überraschung, zur Disposition standen, ja teilweise auch geschlossen worden sind, weil da eben nicht viel Geld rauszuholen ist. Das heißt, wir haben es damit zu tun, dass
nicht nur Krankenhausbetten mangels einer vernünftigen Krankenhausplanung durch das Sozialministerium abgebaut worden sind, sogar in der Pandemie, sondern wir haben auch Krankenhausschließungen. Wir wollen nicht, dass der Profit im Vordergrund steht. Wir wollen, dass die Patientinnen und die Beschäftigten, die im Übrigen teilweise bei einigen Privaten nur gerade mal den gesetzlichen Mindestlohn bekommen. Also wir sagen da ganz klar, die, die am Netz sind, die noch in kommunaler Hand sind, die in finanzielle Schwierigkeiten kommen, eben wegen des Fallpauschalsystems, was wir hier auf Landesebene nicht beeinflussen können, die müssen unter dem Dach einer Landesgesellschaft, gemeinsam natürlich mit den Kommunen, in gemeinsamer Verantwortung, alles andere wäre absurd, weil die Bedarfe sind tatsächlich nur vor Ort, kann man nur vor Ort kennen. Und ja, wenn es weitere private Träger gibt, die hier überziehen, die durch eine Personalpolitik dafür sorgen, dass immer mehr Beschäftigte abwandern, dann muss eben denen auch mal der Versorgungsauftrag entzogen werden. Das ist etwas, was der Staat kann. Das ist nicht Sozialismus, sondern das ist rechtlich möglich. Und wenn wir ein Interesse daran haben, in einem Land wie Sachsen-Anhalt, was vor allem ländliches Gebiet ist, dass wir eine Daseinsvorsorge, eine Gesundheitsvorsorge, eine Grundversorgung eben auch wohnortnah haben, also nicht jedes Dorf sein Krankenhaus, darüber reden wir nicht, aber wohnortnah, dann müssen wir solche Wege gehen. Alles, was Staat nicht machen muss, und da meine ich nicht aus finanziellen Gründen, sondern weil es freie Träger besser können, und darüber reden wir ja auch, dann sollen es diese bitte auch tun. Und wir haben die freie Wohlfahrt aus guten Gründen in Deutschland gegründet. Es macht Sinn, es macht an vielen Stellen übrigens auch aus ganz praktischen Gründen Sinn, weil sie einen ganz anderen Vertrauensvorschuss haben in vielen Bereichen, in denen sie tätig sind, als der Staat. Wenn man das zurückdreht, und zurzeit macht man es ja nicht mal zu ihren Gunsten zurück, also zugunsten des Staates, sondern eben zur echten Privatisierung, dann hat das ganz konkrete Folgen für die, die das in Anspruch nehmen sollen, also die Nutzerinnen. Und deswegen werde ich mich immer davor schmeißen, wenn das sozusagen zu viel in staatliche Hand zurückgenommen wird oder gar, das ist das noch fatalere, in die echte Privatisierung geht. Also ich schätze die Arbeit der freien Wohlfahrtspflege als sehr, sehr hoch ein. Ich habe mich auch immer dafür engagiert, dass sie tarifgerecht bezahlen. Also dass das auch was an öffentlichen Mitteln für sie und auch als, ich sag mal, sie machen den ja einen Job, den der Staat machen würde. Und ehrlicherweise machen sie ihn ja immer noch preiswerter, als wenn er den Staat machen würde. Also das Schöne ist, ich bin ja nun schon so lange im Landtag, dass ich auch noch die Zeit kenne, wo Schulsozialarbeit, die Älteren erinnern sich, durch Landesmittel bezahlt worden sind. Die berühmten 100 Schulsozialarbeiter in Sachsen-Anhalt. Das ist etwas, was von CDU und FDP bewusst, also sehenden Auges, kaputt gemacht worden ist, zerschlagen worden ist. Und nur durch parlamentarischen Druck ist ja erreicht worden, dass die EU-Mittel dafür genutzt werden. Und ich sage ganz klar, wir brauchen langfristig eine Landesfinanzierung. Und ich will das sogar erweitern. Ich erlebe jetzt dieses Modellprojekt gerade in Magdeburg mit der Kita-Schulsozialarbeit. Das ist so etwas Kluges und so etwas Vernünftiges und Gewinnbringendes. Je früher ich Mittel einsetze, je mehr Prävention, umso mehr kann ich an teuren Maßnahmen sparen. Die Schulsozialarbeit, die Kita-Sozialarbeit von jetzt spart uns in 20 Jahren Geld ein. Und bei der Schulsozialarbeit ärgert mich das wirklich, weil das sind ja jetzt über zwei Jahrzehnte, sehr, sehr positive Erfahrung mit der Umsetzung, aber die negativste Erfahrung, die man sich vorstellen kann bei der Finanzierung. Das Schulgeld ist ja nicht das Problem, sondern die Unterfinanzierung. Und sowohl bei allen privaten Schulen, deren Arbeit ich hoch anerkenne. Also wir haben auch als Linke die nie grundsätzlich in Frage gestellt, zumal sie ja auch verfassungsrechtlich geschützt sind. Aber wenn sie auch so verfassungsrechtlich geschützt sind, müssen sie eben auch verfassungsgemäß bezahlt werden. Ich sehe es nach wie vor so, dass hier eine Unterfinanzierung ist. Und ja, ich gebe Ihnen auch recht, es darf nicht zulasten der Kinder und Jugendlichen und der Familien erfolgen, die sich im Zweifel dann gegebenenfalls dagegen entscheiden müssen. Das halte ich für ein großes Problem. Und da haben wir tatsächlich noch ein dickes Brett zu bohren. Aber auch da werden wir dranbleiben. Musik
Problem ist tatsächlich, und das ist der wunde Punkt in diesem System, dass die Bedarfe unterschiedlich hoch anerkannt sind in den Kommunen. Also die 19 Frauenschutzhäuser, die wir hier in Sachsen-Anhalt haben, um mal das als Beispiel rauszunehmen, sind ja sehr unterschiedlich finanziert. Wir haben, und das muss man ganz ehrlich sagen, keine Ausfinanzierung in den Frauenschutzhäusern. Wir als Land geben ja Personalkostenzuschüsse und einen kleinen Sachkostenzuschuss pro Platz, aber eben auch nur pro Frauenplatz und nicht für die Kinder. Die Kinder, das haben wir uns hart erkämpft, dass in jedem Frauenschutzhaus noch eine halbe Stelle für die Kinder da ist. Beim Frauenschutzhaus sage ich deswegen differenziert, wir brauchen ein Bundesfrauenhausfinanzierungsgesetz. Hier muss der Bund in die Verantwortung. Ich weiß, dass die Frauenhäuser sehr, sehr vielfältig und auch sehr unterschiedlich zwischen Ost und West, muss man einfach auch wissen, aufgestellt sind. Aber wir brauchen hier tatsächlich eine Ausfinanzierung. Die Tatsache, dass Frauenschutzhäuser betteln gehen müssen, um sich eine neue Waschmaschine zu kaufen, neue Matratzen oder andere Sachen, das finde ich, ist ein No-Go. Da komme ich auch nochmal auf die Istanbul-Konvention. Der Staat hat die Aufgabe, Frauen, Mädchen vor Gewalt zu schützen. Und das heißt eben auch gegebenenfalls den Schutzraum Frauenschutzhaus zur Verfügung zu stellen. Das ist also die eine Baustelle. Das andere sind die Beratungsstellen, die Familienberatungsstellen, Frauenberatungsstellen. Also ich würde mir einfach mal wünschen, dass man die Strukturen einfach mal arbeiten lässt. Also dass man sie einfach auch mal, also sie nicht immer und immer wieder in Frage stellt, weil wir wissen, dass sie gebraucht werden. Wenn wir auf das letzte Jahr zurückgucken, wissen wir, dass wir einen erheblichen Zuwachs an Kindeswohlgefährdungen haben, an häuslicher Gewalt. Wir reden nicht darüber, können wir was sparen, brauchen wir die überhaupt? Wir brauchen sie. Und ich finde, wir sollten sie einfach auch mal arbeiten lassen und nicht immer wieder durch Strukturdebatten in Frage stellen. Und insofern, es ist eben einfach eine Strukturdebatte, das muss jedem bewusst sein, wenn er jetzt das Finanzierungssystem komplett auf andere Beine stellt, komplett sagt, okay, ich gebe das über das FAG, also über die Kommunalfinanzen vom Land in die Kommune, dann entscheidet eben schlussendlich jede Kommune vor Ort, brauche ich es oder brauche ich es nicht. Und ich kann nur sagen, sie wird gebraucht. Punkt. Wir brauchen dringend hier in Sachsen-Anhalt zum Beispiel eine Koordinierungsstelle für alle, die an dem Thema dran sitzen. Also alle die damit zu tun haben, Frauen, Kinder vor Gewalt zu schützen. Und da gibt es in der Justiz, in der Polizei, in der Kinder- und Jugendhilfe, aber eben auch natürlich in den Frauenberatungsstellen, aber auch Frauenschutzhäusern, die Interventionsstellen. Auf Landesebene gibt es so eine Koordinierungsstelle, bisher lediglich über den Paritätischen Wohlfahrtsverband, auch durchs Land gefördert, die LIKO, die einen tollen Job machen, die aber natürlich auch an Grenzen stoßen. Und wenn man das wirklich ernst meint und das auch nicht nur als Kernaufgabe sieht, sondern es ist eine Pflichtaufgabe, das hat die Istanbul-Konvention auch nochmal ganz, ganz deutlich festgeschrieben für die Nationalstaaten, die da unterzeichnet haben, dann ist so eine Koordinierungsstelle erforderlich. Dann sind auch Veränderungen bei der Justiz erforderlich, andere Zeugenschutzmöglichkeiten, andere Begleitungsmöglichkeiten in Prozessen. Dann reden wir übrigens auch über andere Zeugenschutzprogramme, auch für Migrantinnen und Migranten. Also da kommt sozusagen ganz viel zusammen. Und Finanzierungssicherheit bedeutet eben auch, dass wenn ich Fachpersonal habe, es auch fachgerecht bezahle und auch Tarifanpassungen vornehme. Also das gehört eben, das muss man eben einfach auch immer mitdenken, weil es geht nicht nur um die Opfer, sondern es geht auch um die, die sich um diese Opfer kümmern sollen. Ja, also dass da viel mehr getan wird. Und wir müssen natürlich, und das ist eine ganz, ganz große Baustelle hier in Sachsen-Anhalt, in vielen Bereichen, aber auch in diesem Bereich, wir haben das Problem, dass wir viele Frauen nicht erreichen, sei es Frauen und Mädchen mit Behinderung, sei es aber auch Frauen und Mädchen, die im ländlichen Raum leben. Das heißt, das Stichwort mobile Beratungsmöglichkeiten, also wir werden nicht in jedem Dorf eine Beratungsstelle anbieten können. Das wäre eine wirklich illusionäre Forderung. Aber mobile Beratungsmöglichkeiten, die im Übrigen dann, muss ja nicht draufstehen, Frauenberatungsstelle, kann ja viel mehr sein. Ja? Also es gab jetzt auch mal die Debatte, warum macht man nicht einfach wieder Mütterberatungsstellen, wo einfach das gesamte Portfolio mit drin ist, wo eben auch die Ansprechpartnerin sitzt oder wo auch der Background, das Fachwissen dafür da ist, wie gehe ich damit um, wenn ich häusliche Gewalt erlebe, sexualisierte Gewalt, also solche Dinge, das muss eben auch unbedingt mit geregelt werden. Und da haben wir noch eine ganz schöne Aufgabe vor uns und da können Sie sich aber sicher sein, also da bin ich ja nur sehr frauenbewegt unterwegs, das wird wieder aufgerufen in der nächsten Legislaturperiode. Musik
die Dezentralisierung ist etwas, was wir seit vielen, vielen Jahren fordern, weil das ist der eigentlich wesentliche Baustein für eine Integration in unsere Gesellschaft. Und wir haben ja auch das Ziel, dazu bekennen wir uns, dafür bekommen wir auch häufig Schelte. Wir haben das Ziel, dass die Menschen, wenn sie es wünschen, selbst wenn der Krieg in ihrem Land aufgehört hat, sie hier auch leben dürfen und leben sollen, wenn sie das gerne möchten. Und da ist es, da müssen Sprachbarrieren abgebaut werden. Da muss, sollte auch wirklich ohne Aufgeben der eigenen Tradition und schon gar der eigenen Religion, aber dieses Ankommen in einem neuen Land, dieses also untermischen, dieser Austausch auch untereinander, weil es ist ja nicht nur, ich gebe meine Tradition als Deutsche weiter, sondern ich bekomme ja auch viel davon. Also das ist etwas, wo wir immer gesagt haben, ich kann mich auch erinnern, als 2015, 16 hier so akut war, ich bin da hier in meinem Wahlkreis alle Wohnungswirtschaften abgelaufen und habe gefragt, wie viele Wohnungen denn frei sind. Können Sie sich vielleicht noch daran erinnern, das war eine Zeit, wo die Privaten auf einmal sagten, ja, ich habe Wohnraum. Und die ganze Wohnungswirtschaft, also die kommunale Wohnungswirtschaft, die Genossenschaften, haben sich erstmal ganz sanft zurückgelegen, gesagt, wollen wir eigentlich nicht so viel was zu tun haben, unsere Mieterinnen und Mieter, können wir denen das zumuten? Ja. Naja, ich finde, also erstmal grundsätzlich, da rede ich jetzt gar nicht als Politikerin, sondern als Mutter. Das oberste Gebot sollte die Familienzusammenführung sein, ohne Wenn und Aber. Also da möchte ich auch gar keine Luft dran lassen. Ich kenne natürlich rundherum die Debatten, die Argumente, die ich aber alle nicht akzeptieren kann. Und insofern finde ich das wirklich schlimm, was da in den letzten Jahren passiert ist. Wir waren da mal weiter. Wir waren da mal wirklich viel offensiver, progressiver. Und mindestens da müssen wir wieder hinkommen. Ja. Das betrifft tatsächlich inzwischen einmal querbeet alles. Also auch der Klein- und Mittelstand wird nicht ohne Zuwanderung auskommen. Wir reden nicht mal mehr nur über Fachkräftemangel, wir reden sogar so weit, dass also auch Unternehmensnachfolge komplett in Gefahr ist. Und wir sind da wirklich inzwischen in allen Bereichen, werden wir zukünftig in Sachsen-Anhalt auf Zuwanderung angewiesen sein. Und deswegen ist das, ich sage Ihnen das mal ganz offen, das ist für mich echt ein super Argument, weil es ist also spätestens da, also meine ausländische Ärztinnen und Ärzte werden inzwischen von allen akzeptiert, weil wir froh sind, dass wir überhaupt die Versorgung haben. Und in all den anderen Bereichen, wo das jetzt noch hinzukommt, deswegen, wir müssen auch darüber reden, wie kriegen wir das hin, schnellere Anerkennung von Berufsabschlüssen, dann auch von den Berufsabschlüssen, also da dann auch die Brücken schneller zu bauen, all solche Dinge. Wir müssen uns da vorbereiten, also wir brauchen da ganz dringend eine Konzeption. Wir brauchen eine verlässliche Finanzierung und ich darf als Vorsitzende des Landesfrauenrates auch im Beirat für Toleranz und Demokratie mitsitzen und wir hatten ja kürzlich erst die letzte Sitzung, wo wir uns gemeinsam entschieden haben, dass auch die nächste Wahlperiode dieses Thema wieder aufgreifen soll. Wir müssen uns auf Bundesebene dafür stark machen, dass da weiter Finanzen laufen, weil es eben auch ein gesamtdeutsches Thema, eine gesamtdeutsche Aufgabe ist. Wenn wir aber wollen, dass es langfristig durch die Kommunen getragen wird, müssen wir ehrlicherweise mehr Geld an die Kommunen dafür geben. Ich meine, das ist der Grund, warum ich mich für ein Mitte-Links-Bündnis engagiere, weil ich weiß, da gibt es gar keine Diskussion darüber. Da gibt es keine Diskussion über das Frauenhaus, über Beratungsstellen oder eben oder über Demokratieförderprojekte, sondern die sind gesetzt, weil anerkannt ist, dass das langfristige Projekte sind, die unsere Demokratie schlussendlich stärken. Was Neues oder was Altes? Es darf beides sein. Also ich würde mir tatsächlich... Sie sollen ja nicht draufhauen, aber werden Sie manchmal ruhig politisch ein bisschen lauter. Also Sie sind ein ganz wichtiger und vor allem, Sie haben das Glück, Sie sind ja hoch anerkannt, ne? Also so parteiübergreifend. Sie haben echt ein super Standing und schauen Sie schon, dass Sie den außerparlamentarischen Druck ordentlich aufrechterhalten. Versuchen Sie sich, ich weiß, dass es ganz schwer ist, aber versuchen Sie sich nicht auseinanderdividieren zu lassen, sondern da gemeinsam auch vorzugehen. Also das halte ich für wirklich ganz, ganz wichtig. Ansonsten wünsche ich mir weiter einen vertrauensvollen Austausch miteinander. Gerne auch öfter. Also das sage ich auch ganz offensiv. Ich weiß, die Fachpolitiker tun das ja auch schon mit Ihnen, aber auch gerne mit mir. Das ist überhaupt nicht das Thema, weil Sie können davon ausgehen, dass Sie mich da auch immer als Gesprächspartnerin haben. Weil das eben ein Thema ist, was bei mir ganz, ganz weit oben auch steht, einfach auch als Linke, aber eben auch als Fraktionsvorsitzende.